Was es da zu sehen gibt. Und damit, liebe Gemeinde, willkommen zurück bei Borderlands 2 mit dieser neuen Claptrap-Waffe hier. Wir wurden geschickt, ein Varkit anzuzünden und das machen wir jetzt auch. Ich mache mich gerade unbeliebt, also wechsle ich die Waffe kurz. Die werten Kollegen wären der Bermo. Der German Crossfire. Halt's Maul. Und der Dante Zack. Leck mir am Arsch. Ich wünsche 14 Tage im Durchfall für jedes Mal, wenn ich diese Waffe höre. Wurf! Komplett wert, erstmal neue Schrotzmunition kaufen. Ja, so, wir müssen ein Varkit anzünden. Alter. Wir müssen ein Varkit anzünden und das machen wir jetzt auch. Ja, mal schön, vielleicht zünden wir auch einen Eisenfresser an. Was? Ja. So. Ich habe eine Gewässerung. Wir zünden ihn an, beleben ihn wieder, zünden ihn wieder an, beleben ihn wieder. Du hast leider einen sehr großen Fehler in deiner Logik. Wer sagt, dass ich durch Anzünden sterbe? Das habe ich nicht gesagt. Rein biologisch gesehen, sie müssen anzünden. Aber Leute, ihr müsst auch mal gucken, was ihr machen müsst. Ja, anzünden, ja. Zu wecken. Okay, Feuerwaffen? Ja, ich habe hier so eine Sniper. Nee, wir hätten dem Vieh eine Injektion verabreichen müssen und ihr habt's getötet. Oh. Yay. Hm. Dann noch mehr vom Cross. Moment noch, woher? Sehr gut. Jetzt steckt noch ein paar mehr an, bevor der da stirbt. Ihr könnt die Tower hier auch anzünden, ne? Ich hab nichts zum Anzünden. Das ist die Teile hier. Mach es tot! Mach es tot! Ah! Oh, noch. Alter, ich sterbe jetzt fast! Oh. Okay. Auch nett. Na, wen haben wir denn da? Unser bester Freund Broadwing. So laut, so wütend! So tot. Ah, wir haben einen Philosophen gefunden. Hey, Kammerjäger. Willkommen bei den Crimson Raiders. Tut mir leid, dass du mich erst wecken musstest. Ich hab wohl ein bisschen zu heftig gefeiert, nachdem Bloodwing und ich gestern einen Hyperion-Konvoi überfallen haben. Stimmt's nicht, Blood? Zeit zu sterben! Oh, Dante liegt da schon wieder. Ja, wir kommen auch sehr nach. Ben ist ganz wieder. Waffen weg! Also, ich brenne Herz. Das tun sie für mich nicht. Ist der Kammerschlüssel mit an Bord? Halt durch, ich bin bei dir. Stiehl den Schlüssel, lass dich volllaufen. Dann kipp um. Oh. Oh. Freut mich, dass mit der Nahkampf. Den Krieger nicht kontrollieren. Oh. Ach, Tau war das okay. Meine alte Freundin Tina kann dir helfen. Ah, Korrosion habe ich ja dabei. Warum benutze ich denn nicht? Ja. Hoa! Ich Hoa! Bin gleich tot. Ich komme. Geht's einigermaßen. Hier stirbt niemand. Oh, bin ich halt gerade gestorben? Oh, ich bin tot. Alter, ich liege gleich schon wieder. Au, au, au. Geht weg, geht weg. Hau ab, lass mich in Ruhe. Sind das für ätzende Viecher? Alles was ich belebt Dante wieder. Oh, weißt du, Dante. Ja doch. Du hast gekillt. Ich hab kein Problem. Ich bin tot. Oh. Alter, was ist das? Wo kommen die Viecher überhaupt alle her? Oh, ist ja nervig. Oh, badass. Fuck. Den falschen erwischt. Was? Ich komme mal kurz wieder. Ich bin gleich tot. Und weg. Ja. Nein! Cross, ich komme für dich! Ah, es ist hässlich und groß. Ja. Ja, es ist verdammt hässlich und verdammt groß. Es ist ein Bärmo. Na. Du bist ja bloß ein kleiner Assi, ne? Ich brauche nur noch ein paar weitere Proben. Ja, komm. Was ist los mit dir?
Alter. Volle Ladung Schrot in die Fratze. Oh. Okay, oder nicht? Alter, sind die Viecher krass drauf. Ne, Bärchen. Oh, shit. Das war ich, glaube ich. Sollen wir die Teile jetzt anzünden, oder? Wir müssen gar nichts mehr anzünden, wir müssen alles massakrieren. Bin auf Medikits gestoßen. Wir müssen mutierte Rocket-Proben aufnehmen. Ja, also, ja. Wir müssen die irgendwie dazu bekommen, zu mutieren. Ja, das waren bestimmt die Oh, der Regio. Ein Schild, der Feuerschaden macht. Hm. Der ist in allem besser als meiner, also... Wo ist eigentlich hin? Oh Gott. Ich hab jetzt gesehen, ich hab ihn weggetan. Nur wie kriegen wir die zur Mutation? Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Anzünden und Injektion habe ich gerade verstanden. Ja, also Feuerwaffe, wenn der eine hat. Gut, was kann ich aber dann wegtun? Die Shotgun. Oh, die Shotgun. Die redende Shotgun. Ich lock's so mal raus. Ja. Okay, also. Ja. Ich kann hier nichts anzünden, da bin ich jetzt raus. Also, ich hab noch. Du kannst nichts anzünden. Was ist denn los? Keine Feuerwaffe dabei? Ich besitze keine Feuerwaffe. Ah. Bitte. Ich hab eine. Da. Injektion. Da. Hab ich die Injektion verabreicht? Ah, ja, ich glaube, du machst die. Wenn du E gedrückt hast, dann ja. Ja, ach, ich verstehe. Du musst diese Pots da und dann kommen diese mutierten Badass-Scheißviecher da raus. Genau. Die so scheiße drauf sind. Oh shit. Hinter dir. Noch einer. Ist mir bewusst. Let it burn. Warum soll das jetzt bringen eigentlich? Wir müssen die töten und dann müssen wir irgendwie Proben von denen nehmen. Alles klar. Ich helf dir. Du bist zu gütig. Nun, das ist nachteilig. Tante, links neben dir? Oh, hier jemand, hier macht so einen komischen Pott, die machen ja, keinen. Oh, ich bin aufgestanden. Ich kann nicht, jetzt kann ich dich wiederbeleben. Komm. Na, wo seid ihr denn? Und tot. Das liegt jetzt super. Ja, ich bin am Boden. Ich auch. Ja, super. Unser komischer mutierte Badass-Wacke sitzt jetzt auf mir. Ja, das sehe ich. Gesindel. Sieht aus, als ob ihr Liebe macht. Da steht bestimmt auf deine neue Schrotze. Ich will nicht, ich will. Aber ich hab sie weggepackt. Ich glaube, er ist wütend auf mich. Und ich bin tot. Ah. Hier fliegt noch was anderes rum. Bin auch schon wieder im Hin. Gut. Wir brauchen eine grundlegende Ahnung, was zum Henker gerade überhaupt abgeht. So, beziehungsweise. Ja, genau. Alter, das wird immer teurer, die Scheiße. Oh, ich bin aufgestiegen. Super. Je mehr Kohle du hast, desto teurer wird das. Fuck. Ich mach kurz den Phalanx-Schild. So, und unser Geschütz bringt jetzt Phalanx-Schilde. Das heißt, ich bin irgendwie. Ja, Bärchen. Ach, Gott, ich war gerade da. Mann. Bärmo und ich sind gleichzeitig gestorben. Ja, das war Synchronsterben, Junge. So wie es sein sollte. 1011! Alter. Was musst du denn für Kohle dabei gehabt haben? Hurra-Preise. Wir waren fast 15.000. Oh. Ich werde zerätzt. Ich bin zerätzt worden. Was, du bist zerätzt oder verätzt? Zerätzt worden. Die haben hier so, die machen so miesen Korrosionsschaden hier. Ich kann nämlich jetzt nur aus der Entfernung heilen. Oh. Bam. Oh. Ja. Vielen Dank. Komm her, du bist Vieh. Ich setze den Schild. Also, das merke, das. Wir machen erstmal ein Badass. Ja, das wäre vielleicht eine Idee. Wir müssen das Vieh jetzt hin. Wir können auch vielleicht aus dem Schild rausschießen, wenn das geht.
Oh, super. Oha. Ey, der ist ja im Boden drin. Ja, ich sehe. Ich schmeiß eine Granate drauf. Nicht rangehen. Oh, Sniper. Was ist das denn für ein Rotz? Hä? Seid ihr denn? Ach, da oben. Er ist in den Boden gesunken. Ja, der hat keinen Bock mehr auf euch. Moment schon. Aber so geht das Spiel nicht. Oh, was ist mit dem hier? Der schläft nur. Jetzt ist er weg. Ist er weg. Ah. Aber wir haben eine Probe, immerhin. Für eine? Ach, wir brauchen noch vier, noch drei oder was? Ja. Sieht ganz so aus. Gut. Da unten ist noch eine blaue Waffe. Und da unten ist sonst gerade im Moment nichts. Wieso verbrauchst du meinen ganzen Treibstoff, Kleine? Ich brauch das Zeug, um mein Badewasser aufzuheizen. Muss ich nach dem Matzlieb trage, Bäder? Falls du Gott verzeihst, meine Obenstück, weißt du, es nur schlag ein. Boah, Alter, was? Was ist das denn jetzt, ey? Ich hab keine Ahnung. Einfach willkürlich gestorben. Ich hab irgendwo drauf gedrückt, wo man hätte nicht drauf drücken sollen. Oh, das habe ich eben angesagt gehabt. Dass du nur auf die Säulen drückst, dass die Feuer speien. Für die Walkers. Ja, hab ich nicht zugehört. Sorry. Sorry. Habe ich dafür irgendwas über 1000 Erfahrungen bekommen? Da kann ich diese Feuerwaffe ja wegtun. Weil die ja nicht für die Mutation hilft. Doch, du musst sie anbrennen. Du musst sie anbrennen und dann mutieren. Und dann kannst du mit E die Mutation, diese Injektion reinpacken. Ah. Na gut, dann behalte ich mir kurz die Feuerwaffe. Wir müssen irgendwann so ein Walkit Zeug finden hier. Wo ist das Gefiechse? Ich glaube, da gehen wir aber auch gerade in die falsche Richtung, ne? Guck doch mal auf die Karte, es gibt diese überall. Bereich ist Bereich. Oder... Ich habe übrigens doch eine Feuerwaffe, habe ich gerade gesehen. Ah, das ist schön. Und hier haben wir die. Gut, wollen nicht mehr mutieren. Ne. Ja, wir dürfen ihn nicht mit einem Schuss töten. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Meine Waffe führt dich fast schon in einem Schuss. Ja. Eine Mine? Ja. Eine riesengroße Mine. Wo gehen wir, wenn wir in die Richtung und schauen, ob da was ist? Jungs, Cross ist explodiert. Nee. Oh, was ist denn da? Runner Skin. Hier kommt gar nichts raus. Hier unten wollen wir noch nicht, oder? Ja, unten rennen sie rum. Doch, gut, wie machen wir das dann? Schon. Okay, wie kommen wir da taktisch irgendwie dran? Anzünden? Ja, ist das. Verdammt. Der ist einfach nur ausgewachsen, verdammt. Ja, da hat einer auf den Kokon geschossen. Ach, verdammt. Ruhe. Ruhe. Was sollen diese komischen Elite-Marodeure jetzt hier? Wir haben Besseres zu tun. Er versprüht eigentlich diese lilane Scheiße. Das ist Mordecai. Achso, okay. Ah. Ich erschreck nicht, ich nehme gerade eine weitere. Wenn du das hörst, dann hast du mich soeben umgelegt. Aber hey, schwamm drüber. Bevor du mich umgelegt hast, habe ich meine besten Knarren in meiner Werkstatt deponiert. Und da du mit dem Sieg über mich bewiesen hast, wie hart du bist, sollst du sie haben. Das ist ja nett. Ich weiß, du wirst mir einfach vertrauen müssen. Ja, das kaufst du auf jeden Fall keine Falle. Wollen wir uns erst das Versteck suchen und dann nochmal an die Walkets rangehen, oder? Ich denke, das Versteck ist vielleicht gerade angenehmer. Schau ich mal auf der Karte, was das ist. Haben sie nämlich wahrscheinlich wieder Respawn oder so. Ja, gehen wir zum Versteck. Hallo? Achso, da. Cross hat schon wieder vor, die Geier. Natürlich. Es klingt zwar wie eine Falle, aber er hat uns doch ganz ehrlich versichert, dass es keine ist. Ja, super.
Also, dann müssen wir natürlich sofort in unser Gear zuschlagen. Ja, ihr zwei da vorne so oder so? Du bist aber auch ziemlich leicht, glaube ich, ja? Eisenfresser. Ja, auf jeden Fall. Das ich kann nichts dafür, dass du einfach nur so ein Lahmarsch bist und ich voll mit dabei bin. Es ist auf jeden Fall keine Falle. Auf keinen Fall kann das eine Falle sein. Natürlich. Ja. Ich meine, er hat es doch gesagt. Wir müssen nur noch glauben, er ist ein Bandit. Ja, Eisenfresser. Alles wird gut. Auch du lernst es eines Tages noch. Geile Bande. Frierender Psycho. Er hat Banditen hier, was? Okay, dann. Ich hab mal ganz kurz mein Geschütz hier hin. Mit Schild. Dante, ich helfe dir. Na, eigentlich wollte ich gerade Nahkampf. Ich hab gerade falsche Taste gedrückt. Hört auf, Leute umzulegen und schießt das mal fett zurück, ey. Nicht schlecht. Bleib, wo du bist. Piu, 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 piu. Und tot. Okay. Hey, da liegt der Schotten. Ich nehme die Waffe. Bei mir gar nichts rum. Nein, bei mir liegt gar nichts rum. Bei mir ist immer hier das Quest-Symbol, warum auch immer. Ja, das Symbol ist auch noch. Bei mir ist auch noch. Und jetzt müssen wir die Mini-Quest aktivieren da, ne? Mini-Quest. Oder wir verschieben die und machen erstmal die Hauptquest weiter. Was? Na, bringen wir das Unangenehme zu Ende. Wollte gerade sagen, jetzt sind wir schon mal hier. Ja. Es mag zwar keine angenehme Geschichte sein, aber da müssen wir durch. Wollte ich auch sagen. Hast du dich selber angezündet, Crossi? Ja. Ich wollte einem nur mal zeigen, dass ich Feuer und Flamme für dich bin, Dante. Bist doch so heiß genug, Cross, zumindest dein Charakter. Nein, ich will nicht. Natürlich auch wieder genial, weißt du, wenn die Gegner mal respawnen sollen, tun sie es nicht. Wenn sie es nicht sollen, tun sie es zuhauf. Das Gebiet hat noch ein bisschen Platz, oder? Gebiet, ja, ne? Ja, groß ist es nicht mehr. Oh, jetzt hab ich eine Belohnung bekommen. Hey, was sagt man dazu? Ja. Bin ich gut oder bin ich gut? Oh, da. Also, das sind Pots, nicht angreifen. Hab schon. Au! Oh, da ist noch eins. Abschalten. Okay, ich hau mal ganz kurz hier so ein Geschütz mit Schild drauf, damit wir uns ein bisschen vor diesen Typen beschützen und dann draufhalten. Muss man einfach lieben. Ist sonst nur einer gespawnt? Was ist das denn? Ja. Oh Gott, was explodiert hier eigentlich gerade alles? Die sollen ja spawnen, Crossler. Von denen brauchen wir die Proben. Ich meinte, warum ist denn nur einer gespawnt, so, wenn wir dann in zwei Ja, vielleicht, da weil Eisenfass sein Geschütz zur Zeit nicht hingestellt hat wegen dem Schild. Die auf, Mann. Also das Geschütze war noch, glaube ich, kein so großes Problem. Ja. In der Lage. So. Boah, es ist bloß eine Vermutung. Wie gesagt, ja. wenn einer liegt oder so, mir Bescheid sagen, ich kann aus der Entfernung jetzt heilen, ne? Jo. Okay. Schmeckt dir das? Das gefällt mir. So, der ist platt. Oh, hier ist ein schöner Sniper für vermutlich Dante. Macht Elektroschaden, oder? Ich sehe es gerade nicht. Ja, macht Elektroschaden. Mal gucken. Dante, komm mal her. Habt ihr die Probe? Ja. Ja, Probe haben wir. So, gehen wir mal da oben gucken, ne? Mach mal. Ja. Ja. Ich würde sagen, hier ist Schluss. Die Aufnahmepause? Hey, da vorne geht weiter. Aua, oh, da macht's Bumm. Was ist denn? Meine Landmine. Landmine? Da kannst du nicht drauf schießen, aber nicht zu nah laufen. Ich glaube, das ist eine, die man entschärfen kann. Ach so. Dann schauen wir uns von hier aus an, wie Cross das macht. Dann geht er auf der andere Seite. Super. Du hast meine Annäherungsmine entschärft? Verdammt, Kleine, du bist echt nicht ohne.
Die gefällt mir. So, wie lange nehme ich gerade auf? Ist schon wieder Zeit? Ja, es ist Zeit. Dann ist wieder Zeit. Liebe Gemeinde, das war diese Folge von Borderlands 2. Wir sehen uns hier in der nächsten wieder und nun ja. Sagt doch alle mal Tschüss. Tschüss. Und schaut bei den Gefährten vorbei und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß und Cheerio.